Meine Damen und Herren, diese deutsche Meisterschaft im Weltergewicht, dieses mitteldeutsche Championat zwischen Sachsen-Anhalt und Thüringen ist auf 10 Runden angesetzt und ich möchte Ihnen nun die Offiziellen des Kampfes vorstellen. Supervisor Thomas Pütz aus Hamburg. Die Punktrichter sind, the judges are, aus Deutschland, from Germany, Holger Wiemann, Manfred Küchler und Oliver Brien. Leiten wird diesen Kampf Ringrichter Frank Michael Maas. The referee is Frank Michael Maas from Germany. Und nun, meine Damen und Herren, noch einmal zu den Kämpfern. Der Kämpfer in der roten Ecke ist 26 Jahre alt, 1,70 Meter groß, hat gestern auf der Wettkampfwaage ein Körpergewicht von 65,4 Kilogramm auf die Waage gebracht, ist Profi seit 2005. 25 Kämpfe hat er bisher bestritten, 22 davon konnte er gewinnen, 15 durch K.O. Hier ist aus Halle an der Saale Philipp Schuster! Und nun der Kämpfer in der blauen Ecke. Er ist 25 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Sein Körpergewicht beträgt 66,0 Kilogramm. Er ist seit 2011 Profi. 11 Kämpfe hat er bisher bestritten. 10 davon konnte er gewinnen. 4 durch K.O. Aus Nordhausen für den Boxstall SES Boxing. Er ist der amtierende deutsche Meister, meine Damen und Herren, Felix Lamm! Meine Damen und Herren, die Kämpfer sind bereit. Die Stunde der Wahrheit hat nun geschlagen. Bleibt Felix Lamm deutscher Meister? Oder holt sich Philipp Schuster diesen Titel? Die Antwort jetzt im Ring. Sauberes Kämpfen, seid sehr zueinander. Die Regeln sind euch bekannt. Viel Glück. Es war ein regelrechtes Psychoduell, was in den letzten Wochen sich zwischen Magdeburg, respektive Nordhausen, dem Ort, wo Felix Lamm herkommt, und Halle an der Saale abgespielt hat. Felix Lamm, er hat mehrere Dutzend Sprachnachrichten von Uwe Schuster, dem Trainer von Philipp Schuster, bekommen. Immer wieder piepte sein Handy. Bis zu 5 Minuten lang hat er ihm die Mailbox vollgetextet und ihn immer wieder von seinem harten Leben erzählt und ihm gesagt, diese Gene schlummern in diesem jungen Mann hier, in meinem Sohn, und das wirst du heute hier zu spüren bekommen. Die Sprüche sind vorbei. Sie sind genug gesetzt. Lasst uns kämpfen, meine Herren. Felix Lamm, der Mann mit der schwarzen Hose und dem goldenen Bund. Philipp Schuster, hier im Vordergrund, im Augenblick mit dem Rücken. Und das, was beide versprochen haben, dass sie das im Ring klären wollen, das passiert hier bereits nach 10 Sekunden. Kein Abtasten. Felix Lamm, Rechtsausleger, die rechte ist die Führhand, die linke die Schlaghand. Philipp Schuster, der Normalausleger. Deutliche Größenvorteile auf Seiten des Champions, des deutschen Meisters im Weltergewicht, Felix Lamm. Der natürlich deswegen auch sehr intensiv mit der Führhand arbeitet. Davor haben sie durchaus Respekt, vor diesen kurzen geschlagenen Haken.
Aber auch Felix Lamm ist ja keiner, der ein Leisetreter ist, hat gestern nochmal nach dem zweiminütigen Stare-Down, Sie haben es vorhin gesehen, deutliche Worte in Richtung seines Gegners gelassen. Deckung stets, Schläge kommen an, aber nicht durch. Beide Boxer mit Amateurerfahrung. Philipp Schuster allerdings bereits mit 16 Jahren zu den Profis gewechselt, als sein Vater in Halle an der Saale ein Profi-Box-Gym eröffnet hat, ist er direkt mitgegangen. Bei Felix Lamm, der einfach der technisch bessere Boxer ist und das hier zeigt, 266 Kämpfe, mehrfacher deutscher Meister gewesen. Beim Nordhäuser Sportverein in der Staffel geboxt. Die Männer, die ja im Dezember letzten Jahres zum ersten Mal deutsche Meister geworden sind. In der Bundesliga. Erste Runde vorbei. Offensive Aktionen von beiden Boxern. Von nur mit schweren Einzelhänden, merkst du, ja. Aber die besseren Treffer bei ihm. Anschieben und dann will er bomben. Ja, warte auf die Bombe. Ja, vielleicht. Aber deswegen, da darfst du nicht am Seil stehen. Ja, ein bisschen davor dann. Das ist, dass du ein bisschen hier bist. Ja? Zum ersten Mal im Ring Felix Lamms Freundin Luisa aus Nordhausen. Du kannst auch mal eins versuchen, mal die Führung gerade. Der Blick in die Rundecke zu den Schustern. Und den rechten Haken oben drüber. Ja? Okay? Gut. Wir sehen hier an der rechten Halsseite das Tattoo, so das verschnörkelt. Wunderbar, ja? Ja, okay. Passt du da auf, schieben weiter und wenn die Distanz kommt, das Ding reinwummern. Hier den Eimer. Durch die Deckung durch, mit der langen Hand, mit der Schlackhand. Und das ist etwas, was natürlich permanent beide Boxer betreffen wird. Wer hat den Fuß oben? Wenn zwei Boxer aufeinandertreffen, die unterschiedliche Auslagen haben, begegnen sich die Füße immer wieder. Sie sehen es jetzt hier auch ganz schön, ganz nah beieinander. Kurz noch zur Erklärung, dieses kleine Tattoo an dem Hals bei Philipp Schuster. Panzer, der Kampfname, das ist ihm mal verpasst worden, als er noch ein Teenager war, von einem gegnerischen Trainer, weil er immer wieder nach vorn gegangen ist, immer im Vorwärtsgang, bissig im Ring. Einer, der nach vorn stürzt, der Bomben setzen will, wie es Luke Jemski gerade eben gesagt hat. Und Felix Lamm ist genau derjenige, der darauf wartet. Warte auf die Bombe, hat sein Trainer ihm gesagt. Er ist ein Konterboxer, einer, der wartet, dass der Gegner nach vorn kommt, dann offen ist und dies ausnutzen will. Gleich mal in Perfektion wieder gesehen. Kurz angeboxt, Schuster reagiert, dann der Konter hinterher. Solange Felix Lamm in Bewegung ist, kein stehendes Ziel bietet, ist es für Philipp Schuster durchaus schwer, daher sich heranzurobben. Wieder schön mit der Linken durch die Doppeldeckung durch. Jetzt nochmal einen Haken. Der Haken von Philipp Schuster, seine stärkste Waffe jetzt wieder versucht, aber ging vorbei. Ja.
mal ein bisschen Wirkung. Mit 9 Jahren hat er mit dem Boxen gewonnen, dieser Philipp Schuster. Heute geht es zum ersten Mal um einen großen Titel, um einen bedeutenden Gürtel, den des deutschen Meisters. Du triffst einmal, du musst nachsetzen. Philipp, du musst nachsetzen. Ja? Du triffst einmal gut und dann wartest du. Du musst nachsetzen. Kondition hast du. Ja? Sonst ist das als Herausforderung zu wenig. Du musst mehr nachsetzen. Du machst das gut, schiebst dich rein, wunderbar, alles klasse. Aber du musst was kommen. Ja? So. Und wie gesagt, die Linie drin ist die rechte, das musst du sehen. Bumm, der läuft doch schon in deine rechte rein. Ja? Immer wenn ich es mit dem rechten Haken kriege, wieder zurück. Ja, ja, du musst schneller reingehen, nicht schneller bewegen, das ist zu langsam. Dadurch kann er, wenn du langsam bist, kann er dich bewegen. Aber das Schöne ist, das war trainiert da. Rechts, links, den Weg abschneiden. Also dann, bam, rein, eine halbe Distanz. Okay? Vater und Sohn, das ist ein eingespieltes Team. Bereits in Amateurzeiten haben die beiden zusammengearbeitet, dann auch bei den Profis. Sehr, sehr eng die Verbindung zwischen Uwe Schuster und seinem einzigen Sohn Philipp. Attacken in den Wochen, in den Monaten zuvor. Die haben vielleicht bei dem einen oder anderen erwarten lassen, dass hier die Fäuste permanent von links und rechts fliegen. Aber Felix Lamm ist einfach ein Stilist in diesem Boxbusiness, der seinen Gegner ausschaut, der darauf wartet, dass er kommt. Er sagt selber, manche mögen es etwas böser Angsthasenboxen nennen. Ich nenne es clever. Dieses südamerikanische oder dieses mexikanische Boxen immer rein. Das ist einfach nicht mein Ding. Ich löse das anders. Beschäftigt den Gegner aber permanent mit der Führhand, um ihn fernzuhalten, um seine Reichweitenvorteile auszuspielen. Philipp Schuster muss kommen, muss nach vorn gehen, muss immer wieder das Risiko aussuchen. Er hat keine andere Chance. Er muss ran an den Mann. Was immer wieder die Gefahr natürlich birgt, dass er selbst getroffen wird. Jetzt mal einer, den er setzen kann. Jawohl. Rechts gut durchgekommen, das zweite Mal. Die Schlagkombinationen auf beiden Seiten werden mehr. Auch diese dritte Runde aufgrund der gesetzten Treffer sollte bei ihm beim deutschen Meister sein. Alles gut. Tief atmen. Meine Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde, bei dieser deutschen Meisterschaft. Ist ja noch nicht, der weißt du, wie jetzt schon so gemacht hast. Wisst ihr dieses? Weil da kommt der ziemlich ran. Weil wenn du ihn jedes Mal aufhalten willst, ja, wenn du jedes Mal aufhalten willst, dann ist es anstrengend. Enno Werle, wir sehen es hier im rechten Nasenloch. Das ist eine kleine Achillesferse von Felix Lamm. Er hat eine Krampfader. Und dieses rechte Nasenloch fängt sehr, sehr, sehr schnell an zu bluten. Sie haben das gestern nochmal extra behandelt mit einem Kokosfett. Auch heute im Laufe des Tages. Das ist etwas, was chronisch ist, was Sie nie ganz stoppen können. Sie versuchen es aber in den Griff zu bekommen. Enno Werle, einer der
erfahr uns den Cup-Männer aus Deutschland, aus Kaiserslautern. Vierte Runde. Rechte mal gerade drin bei Schuh von Schuster bei Lamm. Die Ansage von Dirk Jemski aus der Ecke, Felix Boxen. Und Sie sehen es vielleicht auch aus dem rechten Nasenloch, tropft es jetzt schon wieder heraus. Noch nicht mal eine Minute in dieser Schattenrunde vorbei. Das behindert natürlich nicht bei der Sicht. Nicht so problematisch wie ein Cut. Aber es stört natürlich, und wenn man zu viel Blut verliert, dann verliert man auch Kraft. Schuster gewinnt jetzt ein bisschen an Oberwasser. Traut sich mehr und trifft auch. Die rote Ecke um Uwe Schuster, seinem Vater, wird immer lauter. Und auch die Halle ist jetzt zum ersten Mal da. Jetzt wird's das Duell mit offenem Visier. Felix Lamm lässt sich im Augenblick auf das Duell im Infight ein, anstatt lang zu bleiben. Immer wieder die Rufe aus der roten Ecke von Uwe Schuster, ranschieben, um die Distanz zu überwinden, um dann die kurzen Haken anzusetzen. Jetzt mal Aufwärtshaken sogar drin. Kopf an Kopf stehen sie da, wie zwei Stiere aufeinander. Und Enno Werle wird gleich wieder ganz viel Arbeit haben, um das Nasenbluten zu stoppen. Wir hören rein in die rote Ecke, in die Hallenser Ecke bei Uwe Schuster. So, Eiermann frei. Ja, Eisen drauf, genau. Stark! Eiermann frei. Ganz leiser, so ist das gut, wir haben noch Zeit. Nicht in der oberen Sportlehre. Nee, Eiermann frei. Handtuch, Matze, Handtuch! Handtuch, Handtuch! Handtuch. Ja, Eiermann frei. Eiermann frei, Philipp. Hallo, Lukas Konecki. Die warten. Tief in die Nase rein. Komm, tief in die Nase rein. Tief in die Nase. Tief in die Nase. Komm, tief rein. Also Felix, ja, wenn du dann machst, klare Aktion und dann sichere. Ja, ruhig drei Hände, gar nicht so viele Einzelhände. Runde 4 beim Herausforderer, beim Mann aus der roten Ecke. Auf 10 Runden ist das Duell angesetzt. Wir sind jetzt in der 5. Schuster in seiner Karriere mit 2 Niederlagen. Auch er, wie auch bei Felix Lahm, noch keine Niederlage mit einem K.O.
Felix Lamm deutlich beeindruckt. Und wie gesagt, auch wenn das Sichtfeld nicht eingeschränkt ist von einem Cut oder so, das Blut aus der Nase tropft, ist das natürlich etwas, was er mitbekommt. Was ihn behindert, was die Gedanken mal kurz weggehen lässt. Längst nicht mehr souverän wie in den ersten beiden Runden. Das, was Jemski ihm eingebläut hat, wegzubleiben, zu boxen, die Reichweitenvorteile zu nutzen, das lässt er jetzt weg. Er traut jetzt nur noch auf Instinkte. Schiebt sich ran und fängt sich Treffer. Duell jetzt absolut auf Augenhöhe. Der schon hier zur Hälfte viel Kraft gekostet hat. Beiden Boxern. Und es sind noch 5 Runden zu gehen. Wieder der rechte Haken drin. Lamm antwortet mit einem Schlaghagel. Zwei Aufgaben in der blauen Ecke. Den Kämpfer einstellen wieder. Aufs Boxen, das bei Dobzhemski. Und das Nasenbluten in den Griff bekommen bei Innerwerle. Schöner Endspurt, komm mal her. Super. Ja, die sind wichtig, ja? So ein Endspurt, ganz wichtig. So nochmal die Punkte, die du beeindruckst, ja? Immer ruhig mal noch, wenn du Pressing machst, dann ruhig mal einen Schritt raus, bam, bam. Ja, aufwärts, seitwärts oder was. Immer mal pressen, kurz locker lassen, dam, dam. Und sicher wieder danach, ja? Weil er kommt sofort hinterher. Okay? Pressen, rausspringen, aufwärts, seitwärts. Ist mir verstanden? Ja? Pressen. Absolut, Digga. Ja? Das ist der Männerfeind. Sehr schön. Mach's mal klingen. Ja. Weiter so, ja? Komm, du kriegst, er war doch müde. Zwei Aufwärtshaken bei Felix Lamm drin, abgegeben von Philipp Schuster. Runde 6, deutsche Meisterschaft im Weltergewicht. Und dieser Duell ist komplett offen. In der Familie Schuster ja eine lange Tradition. Nicht nur Papa Uwe hat geboxt, das reicht noch viel, viel weiter zurück. Auch Philipps Opa Walter Schuster, der im vergangenen Jahr gestorben ist. Die beiden standen sich sehr, sehr nah. Im Halbweltergewicht unterwegs gewesen. In der Aufwärtshaken drin. Und schon sein Urgroßvater war einer, der im Ring gestanden hat. Ist Alois Schubock. Familie, die aus dem Harz stammt, aus Halberstadt. Schon vor dem Krieg im Ring gestanden. Nach einer Gefangenschaft kam er dann zurück. Es ging weiter. Und ein Foto von ihm hängt auch im Gym in der Halle an der Saale auf der Berliner Straße. Als Motivation, auch als Vermächtnis in der vierten Generation diesen spannenden Sport weiterzutragen. Die Sympathien in der Halle verteilt vielleicht ein bisschen mehr auf Hallenser Seite, auf Seite von Philipp Schuster.
sind ja nur ein paar Minuten, eine gute halbe Stunde hier hinüber auf der 38 von Halle an der Saale bis hier in die Ballantesaale. Felix Lamm war sehr, sehr zuversichtlich, sehr selbstbewusst, dass er das hier sicher bestehen kann, dass er diesen Kampf dominieren wird und sicher nach Hause holt. Er bekommt sehr, sehr viel Gegenwehr. Nichts geschenkt und muss jetzt ordentlich einstecken. Nochmal die Linke drin. Und sie balgen sich, aber hinten raus gibt es immer wieder den fairen Abklatsch. Die Runde ganz sicher in der roten Ecke. Ja, ist okay. Einwandfrei, du machst den so richtig Mürbe damit. Wunderbar. Einwandfrei. Tolle. Handtuch habe ich. Ja, hier ist er. Okay. Okay, komm schon mal breit, scheiße, alles. Okay. Das ist gut. Das ist gehabt, ja? Hinten. Ja, ja. Stark, ganz stark. Die Emotionen sind da und die Treffer sind auch da. Felix Lamm hat in dieser Runde ordentlich einstecken müssen. Und Luisa, seine Freundin, die ist ein paar Reihen nach vorn gerutscht. Ist jetzt direkt am Ring, da wo er an der roten Ecke immer wieder tobt. Uwe Schuster da drin. Wir sind in Runde 7. Im Augenblick haben wir auf unserem Zettel Felix Lamm, den Champion, mit 2 Punkten vor. Insbesondere ist er noch vor, weil er die ersten 3 Runden für mich entscheiden konnte. Die zwei Bullen gehen sie aufeinander. Und das ist genau das, was eigentlich Philipp Schuster zugutekommt. Das ist genau der Stil, mit dem er Treffer anbringen kann. Und das schafft er auch. Diese verbalen Attacken, die es da gab aus Halle, die sollen natürlich das Duell auch ganz spannend machen. Aber ich hatte es vorhin gerade eben angedeutet. Auch wenn hier viel Emotion drin ist. Auch wenn natürlich ja jeder diesen Titel am Ende haben will. Sowohl vor als auch nach dem Kampf sind das ganz faire Sportsleute in Halle und auch in Magdeburg. Die beiden, die sich ja heute hier nicht zum ersten Mal im Ring gegenüberstehen. Wenn gleich man das in keiner Statistik findet. Es gab nämlich mal ein Sparring zwischen beiden. Über 4 Runden. Felix Lamm war, wie es die Schusses ausdrücken, im härtesten Gym Deutschlands. Komfort ist der Mangelware. Damals hatte er klar die besseren Hände für sich. Heute ist das viel, viel spannender. Hier, heute, wo es um etwas geht, um den Gürtel des deutschen Meisters im Wettergewicht. Jetzt wieder besser. Felix Lamm versucht von draußen die Führhand mehr wieder einzubinden. Philipp Schuster kam jetzt nicht mehr allzu viel, trottet jetzt auch eher in seine Ecke. Sind das schon die ersten Anzeichen, vielleicht von Müdigkeit? Werden wir jetzt in der
folgenden achten Runde gleich sehen. Schauen wir jetzt aber erstmal zu Dirk Jemski und Felix Lamelier. Die warten, komm mal, Digga, atme. Raus das Ding. Die Sängerin Annemarie Eifel, herzlich willkommen. Handtuch. Die warten, komm. Und die Nase, komm. Die warten. Komm, mein Digga. Und ich sehe immer noch nicht auf der Zeit das. Damit haust du weg. Schwörst du, der wird immer müde, merkst du jetzt, ja? Der ist allein ist weg, der wird. Die Schläge werden weniger. Ja? Geiler Fight, Digga. Geiler Fight. Bist der Richard Krieger. Ich hab dich lieb. Ja, komm weiter. Kann man das besser ausdrücken, als es Dirk Jemski gerade eben gemacht hat? Und wir haben das große Vergnügen, noch drei Runden erleben zu können. Felix Lamm, der Mann mit dem goldenen Bund an der Hose, und Philipp Schuster. Schon ein bisschen frech, ihn dicker zu nennen bei seinen 66 Kilo. Bei immerhin 1,75 Körpergröße. Von Jemski immer motivierend, aber auch immer mit einem Hinweis, einem ganz konkreten Hinweis für Schläge versehen. Das, was man eben gerade so aufnehmen kann in dieser eine Minute Pause. Seitwärts zum Körper, dann den Kopf haken. Mal schauen, wie er das umsetzen kann. Versuch eines Aufwärtshakens auch mal drin, geht allerdings ins Leere. Was sich in der Runde 7 angedeutet hat, auch jetzt in Runde 8. Die Aktionen von Philipp Schuster verlieren an Biss, an Kraft. Jetzt der Aufwärtshaken aber mal drin. Felix Lamm hat versucht, damit Körpertreffer die Decken runterzuziehen, aber Schuster bleibt einfach stehen. Lässt die Hände oben, bietet kein Ziel. Von Uwe Schuster, die Sie vielleicht vernehmen aus der roten Ecke. Die gelten nicht etwa als Anfeuerung seinem Sohn, sondern die gelten dem Gegner, der ihm immer wieder sagen will, das Blut da, das hat nichts mit deinem Nase zu tun. Das sind die Treffer von meinem Sohn. Also das, was sich in den Wochen zuvor mit den Sprachnachrichten auf seinem Handy angedeutet hat, das setzt er jetzt hier bei diesem Kampf weiter um. Robert Stiegels, Ex-Weltmeister im Supermittelgewicht, natürlich auch hier. Aufwärtshaken haben wir hier gesehen, ja. Und dann der Versuch von Lamm heranzukommen. Christina Hammer ist auch da, die Weltmeisterin. Und Dirk Jemski, der genießt, aber natürlich auch leidet da drüben in der blauen Ecke. Und Uwe Schuster, immer wieder die Ansagen an den Gegner, er will ihn zermürben. Setzt diesen kleinen Psychokrieg, weißt du, also hier heute Abend. Und dann machst du einen Schritt und springst mal raus. Und bleibst aber dabei geschlossen. Stellst du das meine, was von dir will? Auch wenn wir jetzt hier gerade in unserer Zeitlupe mal einen Treffer, diesen Aufwärtshaken, diesen schönen Aufwärtshaken von Philipp Schuster gesehen haben. Diese achte Runde bei Felix Lamm.
der den Kampf viel mehr jetzt wieder dominiert. Die letzten beiden Runden bei ihm. Insbesondere in Runde 6 stand dieses Duell absolut auf der Kippe. Jetzt scheint der deutsche Meister, der amtierende deutsche Meister, das Gefecht wieder in den Griff bekommen zu haben. Wunder, dass es da keine Blessuren am Kopf gibt, keine Cuts, so nah wie die beiden manchmal mit den Köpfen beieinander sind. Aber sie robben sich ja auch eher aneinander, sie rauschen nicht ineinander. Enges Duell, Runde für Runde. Ganz schwer natürlich auch für die Punktrichter, hier immer zu entscheiden, wem man diese Runde gibt. Sie müssen sich entscheiden, sie müssen sagen, wem gebe ich die Runde, wem gebe ich die 10 Punkte und wem nur die 9. Und da sie beide treffen, ist das immer wieder eine ganz schwierige Geschichte. Bleibt spannend, bis in die letzte, in die 10. Runde hinein. Schuster hat sein kleines Tief überwunden, ist jetzt wieder aktiver. Sich beide in die Augen und verschwinden in ihren Ecken. Zum letzten Mal die Ansprachen der Trainer. Für sie erst in der roten, dann die blaue. Fang zu zappeln, machst du nochmal so. Also nicht so, aber gehst du nochmal weg. Ja? Letzte Runde. Letzte Runde. Letzte Runde, ne? Okay, nicht so lang. Die letzte Runde jetzt. Okay? Also, schön ausspielen, aber. Komm mal. Ja, so ein Blut. So, jetzt trink nochmal. Anfang schön kontrollieren und hol die letzte Minute, okay? Noch einmal 3 Minuten. Das Ding ist noch nicht im Köcher. Und das, was sich immer am Ende der Runden angedeutet hat, dass man am Ende fair miteinander umgeht, haben sie auch jetzt hier gerade eben bei den beiden Boxern zu Beginn der 10. und letzten Runde gesehen.
Anfeuerungsrufe. Philipp von den Hannenser Fans. Die spüren, dass dieses Duell auf der Kippe steht. Was ist noch drin für ihren Mann? Schauen Sie mal, da Dirk Jemski, wie ein Panther, kurz vor dem Sprung ist er ganz nah dran. Da links, er will fast reinkommen in den Ring, weil er weiß, wie eng das ist. Der Blick auf die Uhr. Eine gute Minute noch. Wichtige Aktionen für Felix Lamm. Um Eindruck zu machen bei den Punktrichtern. Hat noch die Kraft, diese 3-4 Salben immer abzufeuern. In der letzten, in der 10. Runde. Die letzten 30 Sekunden. Die Genauigkeit bei Philipp Schuster. Jetzt weg, die Haken gehen die meisten ins Leere. Die Manege, sie steht. Und beide Trainer proklamieren natürlich jetzt hier den Sieg für sich. Schuster, ich warte, war die Ansage von Felix Lamm beim Duell im März, was ausgefallen war, weil Philipp Schuster krank war. Jetzt war er da. Hat sich dem Duell gestellt. Und auf seinem T-Shirt steht, Lämmchen, das war's. Immer für einen Spruch, immer für eine kleine Provokation gut. Lämmchen, dieses kleine fiese Wort, um Felix Lamm ein bisschen herunterzusetzen, haben sie immer wieder gebraucht in den letzten Wochen. Sie glauben, sie haben das. Auf unseren Punktzetteln liegt Felix Lamm knapp mit 2 Runden vorn. Aber das war in vielen Runden ganz, ganz eng. Wir sind so gespannt, was die 3 Punktrichter auf ihren Zettel notiert haben und was am Ende dabei rauskommt. Die Aktionen von Felix Lamm in der letzten Runde, die vielleicht einen Ausschlag haben gegeben, um diesen Titel zu verteidigen. Aktionen vom Panzer, wie er gerade eben noch mal skandiert wird, von Philipp Schuster, gingen in dieser 10. Runde fast nur auf die Deckung. Aber zwischendrin ist viel angekommen auf dem Körper und im Kopf von Felix Lamm. Die Punktzettel werden ausgezählt, es wird zusammengerechnet. Das Nasenproblem von Felix Lamm haben sie am Ende so weit in den Griff bekommen, dass er ohne Probleme weiterboxen konnte. Hier nochmal in voller Schönheit. Felix Lamm, der ja beim zweiten Versuch dieses Duells absagen musste im Mai, weil er an der Schlaghand operiert worden war. Lange Reha-Phase im April, Mai, hat sich eigentlich sicher gefühlt und in diesem Duell war auch nicht zu erkennen, dass ihm diese Verletzung, diese Knochenabsplitterungen, die entfernt worden sind in der linken Schlaghand, in irgendeiner Art und Weise
benachteiligt hätten. Frank-Michael Maas hat die Knöchel der beiden Kämpfer in der Hand. Wir sind gespannt auf das Urteil mit Marc Huster. Ja, meine Damen und Herren, bevor wir zum offiziellen Urteil kommen, was für ein Kampf! Nochmal einen Riesenapplaus bitte für beide Boxer! Und nun das offizielle Urteil. And now the official results. Wiemann wertet den Kampf 94 zu 96. Wiemann scored this fight 94 to 96 points. Brien wertet diesen Kampf 95 zu 95 Punkten. Brien scored this fight 95 to 95 points. Und Küchler wertet diesen Kampf 96 zu 94 Punkten. Küchler scored this fight 96 to 94 points. Und damit geht diese deutsche Meisterschaft unentschieden aus. Ein Unentschieden, ein Punktrichter hatte ihn vorn, ein anderer ihn. Und Oliver Brien sah den Kampf mit 95-95 unentschieden. Das heißt, dass Felix Lamm seinen Gürtel behält. Er bleibt weiter deutscher Meister im Weltergewicht. Für mich ein Urteil, was absolut in Ordnung geht, dass die Schusters jetzt hier darüber anders denken, ist verständlich. Aber Felix Lamm hat insbesondere